Beerdigungen können richtig teuer werden, aber was passiert, wenn man dafür kein Geld hat? Wir sind heute bei einer Discounterbestattung dabei. Wir begleiten Hartmut Voite. Er sagt von seinem Bestattungsunternehmen, dass es angeblich in Berlin die günstigsten Preise anbietet. Deshalb nennt er sich auch Sargdiscount. Okay, jetzt fahren wir außer Polen. Okay. Eine und dann die andere. Zwei. Ja. Und es ist zwei? Zwei. Wo müssen wir dann hin? Noch nicht. Für uns ist sie nicht bekannt. Wir werden einen Antrag stellen beim Ordnungsamt auf Kostenübernahme, dass sie überhaupt beerdigt werden kann. Mhm. Ob hier jemand von seiner Familie lebt, wissen wir nicht. Jetzt zu Herrn Horn. Genau. Haben Sie das Gefühl, dass solche Fälle zunehmen? Also sowas, dass niemand weiß, wer die Person ist oder... Ja, nimmt zu. Sterbefälle ohne Angehörige, die dazugehören, die sich vielleicht um den Toten auch kümmern oder kümmern wollen. Also das nimmt zu. Der Herr, den wir jetzt abholen, der hat bei uns auch vor Jahren einen Vorvertrag abgeschlossen. Hat also bestimmt was mit ihm passiert, okay, wenn es soweit ist. Er hat in seinem Vorvertrag festgelegt, wie es passiert. Wir werden von hier aus mit ihm jetzt an seinem ehemaligen Geschäft vorbeifahren. Ah, okay. Das sollte die letzte Tour sein, die er mit dem Auto macht. Einmal, er hat wohl einer der größten Whisky-Läden in Berlin besessen. Eine Bestattung kostet in Deutschland durchschnittlich 13.000 Euro. Etwa 5.000 Euro davon gehen alleine an den Steinmetz, der den Grabstein anfertigt. Je nach Art der Beerdigung kann es auch günstiger sein. Feuer- und Seebestattungen sind in der Regel nicht so teuer. Hartmut Voite bietet Bestattungen für bereits einen Bruchteil davon an. Die günstigste ist für rund 1.000 Euro zu haben. Und was ist jetzt bei Ihnen günstiger? Also wie können Sie das günstiger anbieten, wenn Sie das so ein bisschen erzählen? Wenn jemand wie wir ein paar Tausend beisetzen, können wir natürlich preiswerter sein als jemand, der nur 3 oder 4 im Monat macht oder vielleicht 10. Aber bei uns macht es einfach die Masse, nur die Menge. Es macht einfach nur die Menge. Das ist das ganze Geheimnis, der Großeinkauf. In Berlin hat Hartmut Voite inzwischen 4 Filialen. Dort können Kunden Bestattungen von Angehörigen planen oder auch ihre eigene. Hallo. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Sie möchten eine Bestattungsvorsorge abschließen? Ja. Okay. Für mich selbst. Ja, ja, das dachte ich mir schon so, ja. Haben Sie sich denn schon überlegt, wie und in welcher Form die Bestattung durchgeführt werden soll? Ja, ich möchte wieder wie mein Mann in der Scheibe beerdigt worden und Verbrennung. Gut, und die Urne soll also und dort auch... Und die Urne soll wieder auf dem Friedhof, wo mein Mann auch beigesetzt wurde. Ja. Möchten Sie einen Blumenschmuck zur Beisetzung auf der Urne drauf haben? Wird einer Ihrer Familienangehörigen dabei sein? Das weiß ich nicht ganz genau, aber mit dem Blumenschmuck, wenn, dann ja. Und wie geht es Ihnen jetzt so damit? Also man, so als wir jetzt das mit den Blumen angeguckt haben. Im Moment habe ich ein bisschen Herzklopfen, kostenlos. Ja, geht einem ja nicht so vorbei. Man macht vielleicht so, aber das ist nicht so. Wie wichtig war Ihnen das jetzt zu gucken, so auf die Kosten? Naja, so? Sehr wichtig, denn ich muss ja immerhin ein bisschen ansparen, ne? Damit die Kinder nicht zu viel zahlen müssen. Ja. Vielleicht können Sie uns einmal erklären, was jetzt hier ein günstigerer Sarg ist. Also wir haben hier zum Beispiel einen preiswerteren Sarg. Wie viel würde der kosten? Dieser Sarg kostet zur Einäscherung 490 Euro. Es gibt aber noch einen, der noch etwas preiswerter ist. Den habe ich aber hier jetzt nicht in der Ausstellung zu stehen. Und was ist so Ihre Erfahrung, was für Särge suchen sich die Leute meistens aus? Gehen viele tatsächlich nach, okay, das ist jetzt das Günstigste oder eher so? Ich denke schon, dass die Herrschaften doch sehr auf den Preis schauen, ist ganz klar, ist doch verständlich. Na, also ich finde es schon eher unangenehm, muss ich sagen. Ich habe eher so das Bedürfnis,
zu gehen und mich nicht damit zu beschäftigen. Und ich finde es auch irgendwie krass, so dieses... Gut, normalerweise muss man wahrscheinlich auch nicht für sich selber so einen Sarg aussuchen, aber so dieses, okay, jetzt was für ein Modell und dann auch die Kosten so im Hinterkopf behalten, ist irgendwie schon ein bisschen komisch. Okay, dann fahren wir jetzt mit dem Leichenwagen ins Krematorium. Und was war da so eine Geschichte, die Ihnen so im Kopf geblieben ist? Das Schlimmste für mich sind Kinder. Also Kinder, das sind schon... weil, na klar, die Enkelkinder fallen einem sofort ein dabei, ne? Die eigenen. Ist man immer irgendwo doch sehr, also zumindest ich, sehr angeknatscht. Gehe auch nicht gerne zur Beerdigung von Kindern. Jetzt sind wir am Krematorium und was passiert jetzt? Hier im Krematorium werden alle vier Sterbefälle ausgeladen. Derjenige, der auf einer Bahre hergekommen ist, der wird umgebettet in einen Sarg. Und dann werden die Särge alle beschriftet mit einer Sargkarte, Name, Geburtsdatum, Sterbedatum. Und dann werden sie eben in die Kühlräume verbracht und warten darauf, dass dann irgendwann ein Auftrag erteilt wird, von wem auch immer, an wen auch immer, sodass derjenige dann auch rechtmäßig und ordentlich beerdigt wird. Okay, also es kann zum Beispiel sein, da werden auch Sterbefälle hingebracht, wo noch gar nicht geklärt ist, wer jetzt Kosten übernimmt und so weiter und so fort. Ja. Also okay. Wir haben hier tatsächlich konstant zwischen 400 und 500 Sterbefälle zu stehen. Mhm. Konstant. Na, ich finde, zum Auto beim Fahren hat man irgendwie nicht mehr so dran gedacht. Aber jetzt ist einem natürlich wieder bewusst, dass da einfach 4 Sterbefälle mit dem Auto waren. Das ist schon auch ein komisches Gefühl so. In Berlin gibt es pro Jahr durchschnittlich 37.000 Bestattungen. Wenn eine verstorbene Person kein Geld hinterlässt und keine Angehörigen hat, bezahlt das Ordnungsamt eine sogenannte ordnungsbehördliche Bestattung. Das sind in Berlin pro Jahr rund 2.600. Also wir sind jetzt gleich hier bei einer ordnungsamtlichen Bestattung dabei. Ich persönlich war bisher in meinem Leben auf 3 Beerdigungen und treffe jetzt gleich den Herrn Simon. Der macht jeden Tag mehrere Bestattungen und ich bin sehr gespannt, wie das jetzt wird. Bernd Simon betreut etwa 8 bis 9 Bestattungen am Tag. Ob jemand kommt, weiß er oft nicht. Meinen Sie jetzt, dass noch jemand kommt, also Angehörige, oder? Jetzt keiner mehr, 5 Minuten nach. Was wissen Sie jetzt über die Person, die gleich bestattet wird? Gar nichts. Ich weiß nur, wann sie, also laut Daten, die auf der Urne stehen, wann sie geboren sind und wann sie gestorben sind. Und Namen wissen Sie auch nicht? Und den Namen noch, ja. Also ich finde es jetzt schon... Ja, bewegend irgendwie, dass es jemand ist, wo einfach niemand mehr einen Bezug zu hat, ja, anscheinend. Wie ist es so für Sie? Da stelle ich mir oft, ja, so oft am Tag. Ja, da stelle ich mir oft die Frage. Ich habe jetzt aufs Geburtsdatum geguckt, 42 geboren. Ja? Also ist er ungefähr 80 Jahre alt. Kann sein, dass niemand mehr da ist. Kann sein, dass die Verwandten nicht können, nichts erfahren haben. Oder... was weiß ich. Ja. Und manchmal kommen die Angehörigen auch ein paar Tage später. Ja, wir haben es nicht mitgekriegt, dass unsere Mutter oder sonst was. Ja. Und dann kommen die und dann zeige ich denen das Grab und dann verabschieden die sich noch. Und ja. Okay. Ja, das kommt also auch häufiger vor. Mhm. Ja. Ruhe in Frieden. Sie machen ja viele von diesen günstigeren Bestattungen. Das hat mit günstig gar nichts zu tun. Es kommt darauf an, wie ich es mache. Wissen Sie, wenn der privat bezahlt ist, zahlt er das Doppelte, wie wenn das Sozialamt bezahlt. Mhm. Oder das Dreifache. Oder ich habe keine Ahnung von den Preisen. Ja? Mhm. Sehen Sie da was, einen Unterschied? Deswegen sage ich, der Preis spielt keine Rolle. Es kommt darauf an, wie man es macht. Genau, und ich, wie machen Sie's? Und ich geb, Sie es? Und ich gebe den Leuten das Gefühl, dass es was Einzigartiges ist, weil es auch was Einzigartiges ist. Ich habe jetzt einen Tag mit dem Discount-Bestatter verbracht und ich muss sagen, der Name passt nicht so richtig. Also Discounter verbindet man ja eigentlich so mit billig, ramschig und irgendwie nicht so wertvoll. Und ich finde, dass man schon gemerkt hat, dass
bei der Arbeit, obwohl es krass ist, wie viele Sterbefälle es hier am Tag gibt, viel Beisetzungen, dass irgendwie trotzdem so bei jedem Fall darauf geachtet wurde oder sich bemüht wurde, irgendwie da pietätvoll mit umzugehen. Habt ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht, wie ihr bestattet werden wollt, oder wollt ihr darüber lieber gar nicht nachdenken? Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Und wenn ihr kein Video von uns verpassen wollt, dann abonniert auf jeden Fall unseren Channel.